Beim Erlernen einer neuen Methode hilft es manchmal, als Konsolidierung noch ein zweites Beispiel zu sehen. Wer möchte, kann daher die Gleichung, die ich Ihnen am Ende des letzten Videos gegeben habe, mit mir hier gemeinsam auf. In der Aufgabe sollten Sie die Differentialgleichung, die Sie hier oben sehen, mithilfe der Trennung der Variablen lösen. Und der erste Schritt, den Sie dabei machen würden, wäre, dass Sie y' wieder aufschreiben als dy durch dx und damit auch das versteckte x in der Ableitung markiert und sichtbar gemacht haben. Jetzt wollen wir die Gleichung so umformen, dass auf der einen Seite nur noch y steht, auf der anderen Seite nur noch x. Wenn Sie möchten, weil das dann gleich näher an dieser Schreibweise des Integrals ist, können Sie jetzt beide Seiten noch einmal umschreiben als 1 durch y dy und auf der anderen Seite minus 1 durch x dx. Aber das ist nicht notwendig, das funktioniert auch ohne diese Umschreibung. Jetzt würden wir auf beiden Seiten integrieren. Und weil ich, das haben wir bei den Integrationsregeln gelernt, das Integral von einer Konstante mal einer Funktion, gerade die Konstante mal das Integral ist, kann ich, und das machen wir jetzt hier an der Stelle auch direkt, das Ganze auch schreiben als minus das Integral von 1 durch x. Jetzt müssen wir also auf beiden Seiten integrieren. Dafür starten wir wieder hier an der oberen Hälfte von unserem Blatt. 1 durch y haben wir ja vorhin schon integriert, das ist gerade der ln von Betrag von y. Und wenn ich 1 durch x integriere, kommt dann natürlich das Gleiche raus. Das ist der ln von Betrag von x und zwar minus, weil ich ja jetzt dieses Minus hier vorne noch stehen habe. Jetzt müssen wir, wann immer wir integrieren, natürlich auch immer noch diese mögliche Konstante dazu addieren und ich hatte Ihnen im Einführungsvideo gesagt, wir müssen in Zukunft eben nicht immer ln von y plus c1 und ln von x plus c2 rechnen, sondern wir können uns einfach darauf konzentrieren, nur auf einer Seite diese positive oder negative Konstante zu addieren. Das heißt, ich löse das Ganze so auf. Um jetzt nach y aufzulösen, mache ich das gleiche wie vorhin. Ich muss e hochrechnen. Das heißt, dann bleibt auf der einen Seite der Betrag von y stehen, weil e hoch ln von y ist gerade der Betrag von y. Und auf der anderen Seite, wenn ich e hochrechne, bleibt, das sollten wir jetzt kurz nochmal als Ganzes aufschreiben, e hoch minus ln Betrag von x plus c. Einfach damit wir nichts vergessen, das ist nämlich nicht einfach nur Betrag von x, sondern da haben wir eine Summe stehen. Das können wir schreiben, wieder mit Hilfe des Potenzgesetzes, des ersten Potenzgesetzes als e hoch c, mal, also ich nehme den hinteren Teil des Summanden direkt nach vorne, mal e hoch minus ln von Betrag von x und das kann ich aufschreiben als e hoch c mal 1 durch e hoch ln x. E hoch ln Betrag von x ist jetzt einfach Betrag von x. Das heißt, hier steht y ist gleich e hoch c mal 1 durch Betrag von x. Jetzt wollen wir diese Beträge noch loswerden. Hier haben wir also einmal y ist gleich entweder plus oder minus e hoch c mal 1 durch Betrag von x. Das Betrag von x können wir jetzt einfach weglassen, beziehungsweise die Betragsstriche. Das liegt daran, dass wir vorne auch eine Fallunterscheidung mit Plus und Minus haben. Das können Sie sich so überlegen. Wir haben Betrag von x dastehen. Betrag von x aufgelöst bedeutet, wenn x eine positive Zahl ist, nehme ich einfach den Wert x selber. Wenn x eine negative Zahl ist, muss ich minus x schreiben, damit ich nachher am Ende einen positiven Wert, eine positive Zahl dastehen habe. Jetzt haben wir hier vorne aber auch schon eine Fallunterscheidung.
Nämlich, wir haben einmal plus e hoch c und wir haben einmal minus e hoch c. Wenn Sie jetzt das kombinieren mit der Fallunterscheidung, die wir bei x machen, heißt das am Ende, dass wir auf ein und dieselbe Fallunterscheidung kommen. Plus e hoch c mal 1 durch x ist das gleiche nachher wie minus e hoch c mal 1 durch minus x und das andere nochmal wechselseitig. Das heißt, ich kann diese Betragsstriche an der Stelle ohne Bedenken wirklich einfach weglassen, weil ich diese Fallunterscheidung vorne schon habe. Und mit den gleichen Überlegungen, wie wir sie im ersten Video gemacht haben, kann ich plus minus e hoch c einfach als eine Konstante aus den reellen Zahlen schreiben und damit habe ich meine Differentialgleichung gelöst. Jetzt könnten wir an der Stelle eben wieder eine Anfangswertbedingung einsetzen und damit auch noch das k herausfinden. Darauf verzichten wir jetzt aber an dieser Stelle. Wichtig ist, dass wir hier natürlich jetzt keine Lösung für x gleich 0 haben, sondern nur für Werte, die größer oder kleiner 0 sind.